Wie schon am Anfang der Sendung erwähnt, die politische Debatte um die globale Erderwärmung müsste hitziger geführt werden. Stattdessen reagieren diejenigen am schnellsten auf den Klimawandel, die davon als Erste profitieren. So wie die deutsche Reederei Beluga Shipping, die im Sommer zwei ihrer Schiffe durchs ewige Eis schickte. Auf die legendäre Nordostpassage von Asien nach Sibirien. Eine Strecke, die von der restlichen Welt kommerziell noch nie zuvor genutzt wurde. Die verfluchte Eisschmelze, plötzlich erscheint sie wie ein Segen für die Schifffahrt. Anna Sadovnikova berichtet. Die Reise ins Ungewisse beginnt am 28. Juli 2009. Zwei Frachter der Bremer Firma Beluga nehmen Kurs auf Jamburg, einen Hafen im äußersten Norden Sibiriens. An Bord Teile für ein Kraftwerk. Ein Mannschaftsmitglied filmt die Jungfernfahrt durchs ewige Eis, das seit dem Klimawandel immer weniger wird. Ich hatte ein komisches Gefühl, schwer zu beschreiben. Uns drohte ja auch Gefahr. Es war alles neu, es war überhaupt nicht klar, was auf uns zukommen wird. Wie wird die Situation im Eis sein? Die Gefahr war immer da, war immer im Hinterkopf. Besser gesagt, es war so eine Befürchtung, eben eine Fahrt mit ungewissem Ausgang. Das Besondere ist der Weg. Von Ulsan in Südkorea über Vladivostok gen Norden. Dann durch die Beringstraße vorbei an Alaska nach Jamburg. Kein anderes ausländisches Handelsschiff hat je zuvor die sogenannte Nordostpassage befahren. Bislang kam man nur auf der deutlich längeren südlichen Route ans Ziel. Durch die globale Erwärmung war schon vor einem Jahr das Eis so weit abgeschmolzen, dass man bei Beluga Shipping eine Reise im Sommer wagen wollte. In einer Branche, die nicht zuletzt wegen der Finanzkrise da niederliegt, ein neues und lohnendes Geschäftsfeld. Wir können den Seeweg von Far East nach Europa um rund 10 Tage verkürzen. Wir sparen dann pro Reise rund $300.000 bei den kleineren Einheiten, den 12.000 Tonnern, bei den etwas größeren Schiffen um die $500.000. Und das ist für uns als Reederei natürlich wichtig, Geld einzusparen. Nach 25 Tagen soll die Mündung des Ob, einem der längsten Flüsse der Welt, erreicht sein. Unterwegs werden Atomeisbrecher Geleitschutz vor der gefrorenen See geben müssen. Auch an Land ist der Wandel zu spüren. Dieser Flecken in der Nähe des Zielhafens heißt Achterkilometer. Hier lebt Vera Lasuskaus seit 10 Jahren. Ganz allein, fernab von jeder Zivilisation. Ohne Strom und ohne fließendes Wasser. Ihre Arznei und Nahrungsmittel findet sie in der Natur. Doch seit kurzem beobachtet die Tochter eines Gulag-Häftlings, dass sich ihre Umgebung verändert. Es wird wärmer. Und zwar merklich. In ihrem unbeheizten Gewächshaus hat der Temperaturanstieg bereits Spuren hinterlassen. In den letzten 3 Jahren gedeihen hier immer mehr Pflanzen und Bäume, die es früher nicht gab. Das hier sind meine kleinen Zedern. Die ist 1 Jahr alt und diese 2 Jahre. Ich habe mehrere hier davon. 3 davon sind 1 Jahr alt, 2 weitere bereits 2 Jahre alt. Hier habe ich Erdbeeren gesät. Und hier, seht nur genau hin, kommt neues Moos. Es wächst unglaublich schnell. Dann gibt es auch noch eine braune Moossorte. Die hat eine stark gewundene Form und verbreitet sich blitzartig auf ganz großen Flächen in der Tundra. Und neulich habe ich etwas ganz Eigenartiges entdeckt, eine runde Pflanze, die wie eine Spirale wächst. So etwas gab es hier noch nie und ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist. Der Wandel als Nährboden für eine neue Flora, auch wenn sie hier eigentlich nicht hingehört. Anfang September. Die 2 russischen Eisbrecher halten den Weg frei. In diesen Tagen habe ich kaum noch geschlafen. Ich habe die See ständig entweder von der Kapitänsbrücke oder von meiner Kajüte aus mit dem Fernglas beobachtet. Nicht, dass das Schiff auf Eisberge trifft und etwas Schlimmes passiert. Dazu gab es während dieser Zeit starke sogenannte Magnetstürme. Der ganze Stress hat bei mir den Blutdruck so erhöht, dass ich sogar aus der Nase blutete. Am 7. September machen die Frachter schließlich vor Jamburg fest. Noch nie durfte ein ausländisches Kamerateam hier drehen. Die Gegend ist Sperrzone. Da die Schiffe wegen des Tiefgangs nicht in den Hafen einlaufen können, muss die Fracht auf sogenannte Pontons verladen werden. Die heimische Kapitänselite schmeißt sich in Schale, um die Neuankömmlinge zu begrüßen.
Es ist ein großes Ereignis. Schließlich nehmen wir heute die großen ausländischen Frachter in Empfang. Sie haben uns die Ausrüstung für das in Surgut entstehende Kraftwerk mitgebracht. Solche Frachter kriegt man hier im Jamburger Hafen nicht jeden Tag zu sehen. Wenig später beginnt das Entladen. Bestimmt ist die Fracht für ein Tochterunternehmen von E.ON. 800 Kilometer entfernt vom Hafen soll ein Dampf- und Gaskraftwerk entstehen. Bis zu 100 Tonnen wiegen die Bauteile aus Deutschland. Damit sie nicht beschädigt werden, liegen zum Schutz Bretter auf dem Ponton. Die Mannschaft muss sich beeilen. Ein Sturm soll aufziehen und droht den Plan zu vereiteln. Die Gegend um den Jamburger Hafen ist seit Jahrhunderten das Zuhause des Nomadenvolkes der Nenzen. Sie zu besuchen ist nur mit Hilfe ortskundiger Gazprom-Mitarbeiter möglich. Viele Gedanken hat man während dieser Fahrt nicht. Man denkt nur daran, sicher anzukommen. Warum? Nun, es gibt keinen wirklichen Weg. Die Fahrt ist eine ständige Herausforderung. Auf dem Weg müssen mehrere Flüsse überwunden werden. Dafür wird der Jeep schwimmfähig gemacht. Diese Teile befestige ich an der Antriebswelle, wie eine Schiffsschraube. So wird das Auto vorangetrieben. So wird aus dem alten Militärgas in nur 20 Minuten ein Amphibienfahrzeug. Für den Fahrer lohnt sich seine Erfindung. Er besitzt das einzige schwimmende Auto auf der riesigen Halbinsel Jamal. Nur die Strömung darf nicht zu stark werden. Und dann taucht ein weiteres Problem auf. Oh, wir haben Übergewicht. Das Wasser kommt gleich ins Auto. Nach 3 Stunden und 40 Kilometern quer durch die Tundra ist das Lager der Nenzen erreicht. Die Bewohner leben noch heute von der Rentierzucht, vom Fischen und Jagen. Bedroht wird ihr Lebensraum nur durch die schnelle Industrialisierung der Tundra. Riesige Öl- und Erdgasvorkommen locken die globalisierte Wirtschaft auch an die entlegensten Flecken. Im Sommer klettert die Temperatur mittlerweile auf bis zu 36 Grad. Die Folge der Erwärmung? Der Permafrostboden taut immer schneller auf. Dadurch können die Essensvorräte nicht mehr lange genug aufbewahrt werden. Die Sippenälteste präsentiert den unter mehreren Schichten von Planen verborgenen Kühlschrank der Nenzen. Er ist mehr nass als kalt. Das Loch bewahrt gut auf. Wie lange bleibt es essbar? Nicht mehr wirklich lange, geht so. Zum Beispiel? Ein paar Wochen hält das Fleisch noch. Früher waren es Monate. Und auch das Umherziehen wird in Zukunft immer schwieriger werden. Der russische Konzern Gazprom, für den auch Ex-Kanzler Schröder arbeitet, hat angekündigt, riesige Pipelines durch die Tundra zu verlegen. Die Gasvorkommen sollen auch Europa versorgen. Zivilisation ist nicht gut, sie hat uns unser Land weggenommen. Was meinen Sie genau? Es gibt keinen Platz mehr für unsere Rentiere in der Tundra. Wenn Sie mit dem Hubschrauber darüber fliegen würden, dann könnten Sie sehen, dass die ganze Tundra voll von Reifenspuren ist. Es gibt keinen unberührten Fleck mehr. Woher sollen die Rentiere ihre Nahrung beziehen? Und Benzinreste verpesten die Natur. 20 Kilometer weiter, im Landesinneren. 300 Rentiere einer Sowchose. So nennt man hier, wie zu Sowjetzeiten, einen landwirtschaftlichen Betrieb. Da Rentiere Temperaturen aushalten können, bei denen jedes andere Nutztier sterben würde, haben die Nomaden sie vor Jahrhunderten domestiziert. Seit kurzem haben die Tiere mit Krankheiten zu kämpfen. Am meisten verbreitet sind die Hufkrankheit Kopytka und Tuberkulose. Mit Tuberkulose verseuchte Tiere hinken zwar nicht, dafür sind aber ihre Lungen voller Eiter. Nach dem Schlachten bemerken wir es immer, nur noch Eiter im Brustkorb. Das Fleisch von diesen Tieren kann man nicht zum Essen gebrauchen, es wird weggeschmissen. Vor allem das Austrocknen der Tundra bringt Gefahren. So stechen verdorrte Äste dem Rehen in die Hufe. An den entstehenden Entzündungen sterben viele Tiere. Auch waren früher 3 Tagesreisen kein Problem. Heute schwächeln sie schon nach einem Tag. Keine schönen Aussichten für die nächste Generation der Nenzen. Im Hafen von Jamburg erste Vorboten eines Sturms.
Durch den zu erwartenden schweren Seegang könnte die Beluga Fraternity in flachere Küstengewässer gedrückt werden, weil der Permafrostboden den Anker nicht richtig festhält. Ich empfehle Ihnen dringend, sich schnell zu entfernen, sonst kann es zu spät sein. Oh ja, wir treiben ab. Wir driften wirklich ab und es wird immer schlimmer. Wenn das Schiff auf Grund läuft, könnte es zerbrechen. Erstmal muss das Kamerateam vom Beluga-Schiff auf den Schlepper. Dann sollen alle Pontons so schnell wie möglich weit weg vom Frachter gebracht werden. Bei einem Zusammenstoß könnten die Frachter schweren Schaden nehmen. Wohin rennen Sie? Dahin. Alles wird gut. Wir stellen uns schon mal auf große Wellen ein. Wir brauchen zusätzliche Taue. Der Widerstand der Wellen wächst. Dann geht der Kampf mit der Natur verloren. Die Seile reißen, Ponton samt Fracht und der Ankerbedienung verselbstständigen sich und werden weiter abgetrieben. Der Logistikprojektleiter kann seinen Frust kaum verbergen. Der Kapitän des Schleppers muss dem Ponton hinterher. Er will die Matrosen retten. Was ist im Moment die größte Schwierigkeit? Sturm. Dann wird der vollbeladene Schleppkahn von dem zweiten Beluga-Frachter losgemacht und sich selbst überlassen. Auch die Matrosen werden gerettet. Stunden später im Hafen angekommen, lädt der Schlepperkapitän zum Abendessen. Was er mit dem Messer bearbeitet, ist eine Spezialität des Landes. Tiefgefrorener Fisch. Dieser Fisch ist unser sibirisches Schnellgericht. Darin sind alle wichtigen Eiweiße enthalten und man kann ihn einfach so servieren. Schon bin ich fertig. Gründe zum Feiern gibt es genug. Die deutsche Fracht ist nicht versenkt worden und auch den Beluga-Schiffen ist nichts passiert. 3 Tage wird der Sturm dauern. Erst danach konnte das letzte 90 Tonnen Frachtstück gelöscht werden. Noch ist der Jamburger Hafen auf keiner Landkarte zu finden. Der Klimawandel und die Jagd auf die Bodenschätze der Nenzen wird das bald ändern.